Hallo, herzlich willkommen zur neuen Temo Haul. Ja, sind heute noch mal ein paar Sachen von Temo angekommen, die ich euch gerne zeigen möchte. Einmal eine große Tüte und dann einen großen Karton. Wir fangen einfach mal an. Ja, kennt ihr Temo schon? Also ich bestelle bei Temo ja schon eine ganze Weile und bin bis jetzt noch nie enttäuscht worden. Die Sachen gefallen mir alle gut. Wenn du bei Temo das erste Mal bestellst, also die App runterlädst und den Code nutzt, den ich hier eingeblendet habe, dann kannst du nochmal einen Wertgutschein bekommen oder so einen Wertpaketgutschein bis zu 100 Euro. Der ist so ein bisschen gestaffelt. Geht aber leider nur, wenn man das erste Mal bestellt. Ansonsten funktioniert der leider nicht. Und der Versand, auch der Rückversand, ist kostenlos. Ich habe schon selber mal was zurückgeschickt, was mir dann doch nicht so zugesagt hat. Und das war überhaupt kein Problem. Dann gehst du auf deine Bestellung, tippst das an, was du zurückschicken willst. Und dann stehen schon die weiteren Schritte da. Es war eigentlich echt einfach. Und du hast, glaube ich, 90 Tage Zeit, das zurückzuschicken. Die erste Rücksendung von deiner Bestellung, die ist kostenlos. Wenn du aber danach später nochmal sagst, ich möchte nochmal was zurückschicken, dann ist es leider nicht mehr kostenlos. Also dann lieber gleich überlegen, was schicke ich zurück, lass dir ein bisschen Zeit und schickst das in einem zurück. Dann ist nämlich die Rücksendung auch kostenlos und das finde ich echt gut. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Das hier ist so eine kleine Tasche, kannst du als Kosmetiktasche benutzen. Oder kannst du vielleicht so mitnehmen. Ich fand die ganz niedlich, so in rosa. Pack sie mal aus. Ja. So schaut die Tasche aus. Das ist so eine Art Kunstleder, ganz glatt. Dann steht hier Light Travel Life in Full Bloom. Und du hast hier zwei Reißverschlüsse. Funktionieren sehr gut. Und hier kannst du halt deine Kosmetik reinpacken. Du hast hier noch mehrere Fächer, auch vielleicht für Pinsel oder für Make-up-Stifte, für Lippenstifte. Hier hast du auch noch mal Fächer, ein bisschen größere Fächer hast du hier. Da kannst du auch noch mal irgendwelche Kosmetik reinpacken. Hast hier in der Mitte noch mal unterteilt. Und du kannst das halt, hast zwei Reißverschlüsse, du kannst das halt auch so von beiden Seiten so verschließen, ne? Und dann hast du eine kleine, süße Kosmetiktasche. Du hast ja halt nur diese kleinen Griffe hier. Sonst hätte ich gesagt, wenn hier hinten noch eine Schnalle wäre, hätte ich das als kleinen Rucksack auch benutzt. Ist leider nicht. Ist ja eigentlich auch als Kosmetiktasche gedacht. Aber ich finde die echt süß. Ja. Ich werde alle Produkte, die ich bei Temo bestellt habe, für euch unten mal verlinken. Vielleicht gefällt euch was und ihr möchtet das dann nachbestellen, dann findet ihr das leichter. Ja, das ist einmal die Tasche, eine Kosmetiktasche. Wir haben ja so viele schöne Kosmetiktaschen und da habe ich gleich ein paar mehr bestellt. Jetzt haben wir ja, meine Mutter hat Geburtstag, die bekommt eine von mir und die Freundin von meinem Sohn, die wird auch eine Tasche bekommen. Also beide, von beiden Jungs, die Freundinnen, werden eine Tasche bekommen. So, das hier, das ist auch, ich finde die richtig schön. Die ist so in weiß mit goldenen Fäden. Ihr habt auch zwei Reißverschlüsse. Und die ist ein bisschen größer, da passt auch mehr rein. Da könnt ihr dann ordentlich was reinpacken. Ne? Alle Maße von den Produkten bei Temo, die sind da auch nochmal aufgeführt. Da braucht ihr dann nur nochmal weiter scrollen bei den Bildern und dann findet ihr auch die Maße zu den Produkten, weil das ist ja auch immer wichtig. Ne? Wenn du auf dem Foto kannst du dich ja mal vertun. Hier habe ich nochmal so mit dem Netz und Reißverschluss ist auf. Na, da habt ihr hier nochmal so eine Netztasche, seht ihr auch gleich, was drin ist. Hier ist nochmal so ein Netz unterteilt und ansonsten habt ihr schön eine schöne Fläche, um da was reinzupacken. Dann kannst du das so auch hier in der Mitte verschließen, wenn du willst, weil du hast zwei Reißverschlüsse und hier oben nochmal einen Griff. Und die ist so aus Stoff, hier oben ist das so ein Kunstleder. Ja. Mit goldenen Reißverschluss. Na, wie nennt man das hier? So eine Reißverschlusszieher. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Diese Teile hier. Ich finde die echt süß. Jetzt haben wir hier. Ich habe mal einen Karton. Mal schauen, was da drin ist. Ah, das ist toll. Das ist für Q-Tips. So ein
Acryl durchsichtig und da packst du Q-Tips rein. Nicht Q-Tips, Wattepads, nicht für Q-Tips, das ist für Wattepads. So, hast den Deckel oben drauf und hier der Schlitz, das finde ich sehr hübsch fürs Badezimmer, habe ich gedacht. Ich brauche ja nicht oft Wattepads, ich habe ja die wiederverwendbaren, aber so für zum Beispiel Nagellack entfernen, für manche Dinge braucht man ja doch Wattepads und das ist eine schöne Aufbewahrung dafür. Ich finde, das sieht richtig schick aus. Einmal die Aufbewahrung für Wattepads. So, ja, und das ist für die Wattepads, wo ihr ja hier eine Öffnung habt, da könnt ihr euch dann einfach eure Wattepads rausnehmen. Na, finde ich praktisch. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich, weiß noch nicht, hier stehen lassen oder im Badezimmer. Muss ich mal schauen. Das ist wirklich praktisch, kannst du einfach rausnehmen. Finde ich gut. Das ist für meine Paletten. Kannst du natürlich auch mehrere nehmen und die ganzen Paletten dann da reinsortieren. Ich habe ja einige. Ich wollte es mir aber erstmal angucken, wie mir das gefällt. Hier kann ich Paletten reinstellen. So hochkant reinstellen. Wie viel passen rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paletten passen da rein. Könnt ihr dann auch auf dem Schminktisch so stehen lassen und habt dann eure Paletten, eure Lieblingspaletten vielleicht so immer griffbereit hier drin. Das fand ich auch ganz toll. Ich möchte es für meine Kommode nehmen, wo ich meine Kosmetik drin habe und dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Ja, einmal für Paletten. So, das ist dieser Palettenhalter. Da habe ich jetzt so ein paar Paletten reingestellt, die ich vielleicht oft benutze und dann habe ich die immer gleich parat. Vielleicht stelle ich das auch noch in meinen Schrank rein. Da muss ich mal schauen. Aber eigentlich ist das auch ganz schön, wenn du so ein paar Paletten immer parat hast, die du gerade gerne benutzt. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ach, dann habe ich hier eine ganz, ganz, ganz süße Tasche. Die ist so aus Plüsch. Cosies Innie Bag. Ist die süß? Ist die nicht niedlich? Hier mit dem kleinen Griff, alles Plüsch. Dann habt ihr hier einen Reißverschluss oben, könnt ihr aufmachen. Und könnt auch eure Kosmetik da reinpacken. Und die ist auch gar nicht so klein. Ihr habt hier auch nochmal ein extra Fach drin, wo ihr ein bisschen was sortieren könnt. Zwei Fächer sind das, zwei extra Fächer auf der Seite. Da habt ihr keine. Und dann habt ihr auch nochmal ordentlich Platz da drin. Ich finde die total niedlich. Und so klein ist die gar nicht. Hier, so ist die dann einmal komplett. Wenn die dann gefüllt ist, sieht die so aus. Total süß, oder? Ach, hier oben der Reißverschluss-Hinkel oder wie das heißt, das ist ein Herzchen. Ist auch ein silbernes Herzchen, total niedlich. Also richtig süß. Gefällt mir sehr, sehr gut. Fand ich total süß und habe ich gleich an die Freundin von meinem Sohn gedacht, das wird was für sie sein. Da wird sie sich drüber freuen. Dann habe ich hier noch mal eine große Tasche, auch eine Kosmetiktasche. Ja, du kannst halt so Kosmetik reinpacken. Muss ich mal schauen, wie die zugeht und wie die dann aussieht. Hier habt ihr so einen Reißverschluss. Ah ja, der ist ganz witzig, so ein bisschen schräg geht der hier so zu. Ach, und dann wird das so eine eckige Tasche. Und das heißt die Rose of No Man's oder Man's Land. Ne? Das ist hier ganz witzig mit dem Reißverschluss. Ne? Der geht hier einmal rüber und dann hier so. Hier oben habt ihr den kleinen Griff und da dachte ich, die ist was vielleicht für meinen Sohn. Werde ich ihn mal fragen, weil die sieht jetzt nicht so weiblich aus. Du kannst da halt ja auch Rasierzeug reinpacken, Duschgel und wenn du dann zum Sport gehst oder so, dann hast du das immer dabei, ne? Oder auch wenn du mal verreist. Ja, werde ich ihn mal fragen, wie ihm die gefällt. Auch zum Verreisen halt schön, ne? Eine kleine Reise-Kulturtasche. Und die habe ich genommen, weil das wären eigentlich so meine Initialen. Ist Zufall, aber das fand ich halt witzig. Deshalb habe ich die mitgenommen, die ist für mich. Na, wollen wir die aufmachen, ne? Ja.
Das fühlt sich auch so. Das ist nicht Stoff, das ist glatt. Kannst du abwischen. Und da hast du auch hier so goldene Reißverschlussschnallen. Und zwei Stück davon. Finde ich auch immer praktisch. Mach mal auf. Ja. Einfach eine Fläche hier drin, wo du ordentlich dann auch was reinpacken kannst. Wenn die jetzt voll ist, dann ist die auch so ein bisschen rechteckiger. Zeige ich euch mal. Na, so. Also die haben so schöne Kulturtaschen. Erst einmal diese hier so in die Hand nehmen. Die könntest du ja rein theoretisch auch wie so eine Klatsch mitnehmen. Dann packst du dein Handy da rein, ja, so ein bisschen Kleinigkeiten und dann hast du deine Klatsch so dabei. Ne? Also das ist so mit Perlen und mit Strass. Das ist richtig niedlich. Kannst du auch so, wenn du ausgehst. Ja. Weiter geht's. Auch eine Aufbewahrung. War auch, glaube ich, für Kosmetik. Die ist auch noch mal ein bisschen gesichert eingepackt, damit sie auf dem Transport nicht kaputt geht. Und da könnt ihr alles Mögliche reinpacken. Die könnt ihr im Badezimmer, da könntet ihr ja eigentlich auch eure Zahnbürsten oder Zahnpasta reinpacken. Da kannst du aber auch Pinsel reinpacken, was du willst. Und die fand ich auch echt schön. Ich mag das ja gerne, ne? So durchsichtig und dieses Acrylglas. Ich mag das gerne. Ja, das ist dieses Teil. Du kannst alles Mögliche reinpacken. Entweder machst du Pinsel rein. Ich habe jetzt meine Lieblingsmascara drin. So ein bisschen ein Concealer. Und meine Augenbrauenprodukte. Die ich halt auch oft brauche. Ne? Kann man dann hier auch mal draufstellen. Dann habe ich das auch immer parat. Mal schauen. Kann ich aber für alles Mögliche gebrauchen. So, dann haben wir hier noch etwas Größeres. Ich weiß, wofür ich mir das ausgesucht habe. Das ist für zum Beispiel für Nagellacke oder für Duftöle. Und wir haben, mein Mann liebt ja so Duftöle. Also ich finde die auch toll, aber er ist so jemand, der sich immer mal da umguckt, wenn es Duftöle gibt. Und da passen Duftöle rein. Bin ich gespannt. So, da habt ihr halt dieses Teil. Da könnt ihr wieder die Dinger rausnehmen hier. So, zack, zack, zack. Und dann könnt ihr da die Duftöle reinpacken. Und das ist auch ein bisschen fester, wie so ein Koffer. Ihr habt Reißverschlüsse, so zweiseitig. Und hier auch nochmal ein Griff, wenn man das mitnehmen möchte. Genau, das war für entweder Nagellack oder für Duftöle. Kann sogar sein, dass das speziell für Duftöle war. Das weiß ich gar nicht genau. Aber das hat mein Mann sich ausgesucht. Er hat ja mit mir zusammen geguckt und hat gesagt, das findet er gut. Ich hole jetzt mal so ein bisschen Duftöl und schau mal, ob das da reinpasst. Ich habe jetzt mal zwei Duftöle geholt. Wir haben jetzt diese Größe. Und mal schauen. Ja, passt. Wir hatten nämlich extra noch Maß genommen, weil wir dachten nicht, dass das nachher zu flach ist oder so. Nee, die passen da rein. Also da kann ich jetzt unsere ganzen Duftöle einsortieren. Und dann haben wir die so gut verpackt. Gefällt mir sehr gut. Für Duftöle. So eine Tasche. Oben habt ihr das gesehen? Das ist so ein Netz. Könntest du jetzt auch noch was reinpacken. Aber wenn ich da jetzt was reinpacke, wird das nicht mehr passen mit den Duftölen, glaube ich. Ja. Wenn du es für was anderes nutzen willst, kannst du dieses Teil auch rausnehmen. Das ist ja fest. Und kannst es auch für was anderes nutzen. Aber wir haben das jetzt, auch wir haben da an die Duftöle gedacht. Hier ist nochmal so zum Transportieren ein, ja, so ein Henkel. Finde ich schön. Ist so ein bisschen fester, ist Stoff außen. Aber ich glaube, der lässt sich gut abwischen. Ja, die einmal für die Duftöle. So, habe ich da dran. Ich glaube, das ist das Letzte. Das fand ich total niedlich. Zeige ich euch mal. Das ist eine Katze drauf. Zweimal, also auf beiden Seiten ist eine Katze drauf. Und ich finde, das ist eine schöne Einkaufstasche. So, das, ich weiß nicht, das fühlt sich an. Es
fühlt sich eh ein bisschen an wie Leinen, aber ist es wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich fand sie niedlich. Könnt schön ordentlich was reinpacken und ja, zum Shoppen fand ich die richtig süß. Hier habt ihr noch ein kleines süßes Herzchen drauf, die Katze von beiden Seiten und die gefiel mir richtig gut, die Tasche. Auch eine schöne Größe. Tja. Und die kann man auch schön klein zusammenklappen, packst du dir in deine Handtasche, habe ich gedacht. Und wenn ich dann mal ein bisschen mehr kaufe, das passt dann ja mal nicht in die Handtasche rein. Und dann denke ich immer auch, hätte ich meine Tasche noch mitgenommen. Und die kann ich in meine Handtasche packen, habe ich immer dabei und die ist echt niedlich. Die einmal. So. Ja, so ein bisschen Taschen ausgesucht, ne? Und dann haben wir ja noch einen großen Karton. Und das soll so ein Schuhschrank sein. Ich möchte es aber wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich es als Schuhschrank verwende. Und ich bin gespannt, wie er sich aufbauen lässt. Da gibt es ja auch bei Temu immer so Aufbauvideos dazu, dass, wo man das dann so sieht. Und ich glaube, das war einfach, das sah ganz einfach aus zum Ausklappen. Mal schauen, ob das auch so ist. Mal rausholen. Und hier an der Seite, da kann man auch sehen, wie der Schrank aussehen soll. Ich glaube, der ist sogar immer geschlossen. Und der ist schön schmal, hatte ich schon ausgemessen. Den kann ich überall bei mir noch irgendwo zwischenstellen. Vielleicht auch im Badezimmer oder im Gäste-WC. Da werde ich mal schauen, wo ich den hinstelle. Aber ich fand den toll, so wie die das gezeigt haben. Und ich glaube, das funktioniert auch so. Ich stehe mal auf. Mal schauen. Ah. Ziehst du jetzt so hoch? Steht der schon? Der steht schon. So. Ach, hier hinten habt ihr auch eine Rückwand. Na, die kannst du dann auch nochmal hier reinstecken, also ein bisschen durchdrücken. Dann ist es fest in jedem Fach. Hier, na, jetzt. Gut, und das gibt wohl die Stabilität dann. Das ist so einfach, wie das in dem Video auch ausgesehen hat. Das ist ja witzig. Hier, und bis unten dann bereit. Ne? So. Einmal höher. Und das hier auch noch reingedrückt. Da habe ich die Lampe da oben, hört ihr das nicht? Und hier auch noch mal. So. Eine Seite. Und von der anderen Seite habt ihr hier, wie mache ich das jetzt runter? So. Du hast hier so ein Klappfach. Ja, ne, wenn man keine Anleitung liest. Cool. Vielleicht nehme ich das für meine Kosmetik. Da kannst du natürlich auch für deine Kosmetik nehmen. Du siehst immer gleich, was drin ist. Na, Lackier ist auch spannend, ne? Dieser hier. Jetzt ist er zu. Ganz ranschieben einmal. Und das gibt dann nochmal Stabilität. Und dann kannst du es hier aufmachen und kannst da was reinpacken. Und jetzt gucken wir mal, die Schuhe werden ja wohl trotzdem reinpassen. Ne? Also meine Schuhe Größe 40 und du hättest noch ein bisschen Platz. Also können auch Herrenschuhe reinpassen. Ein paar Schuhe pro Fach, würde ich sagen. Und das sind ja dann 6 Fächer. 1, 2, 3, 5, 6, 6 Fächer. Also 6 Paar Schuhe könnte ich da drin verstauen. Ich möchte es aber für was anderes haben. Ich glaube, ich stelle mir das ins Badezimmer. Das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Eigentlich reinlegen, so. Ich muss was reinstellen. So. Stellst du da vielleicht deine... Oh, kannst du auch deine Taschen reinstellen, die mir schon klein sind. Ich weiß noch nicht, was ich reinstelle. Ich glaube, das kommt ins Badezimmer. Kannst du benutzen für was du willst. Muss ja nicht Schuhe reinpacken. Gefällt mir auch richtig gut. So. Ja, das werde ich euch dann nochmal zeigen,
wo ich das dann aufgebaut, hingestellt habe. So. Fest. Und dadurch, dass du die Rückwand und das vordere festgemacht hast, hat das ordentlich Stabilität. Ja, das Teil. Oben kannst du dann auch noch was draufstellen. Ja, das zeige ich euch mal von der Höhe. Hier hinten müsst ihr das so auch noch zusammenklappen. Hier, seht ihr das? So. Und dadurch kriegt es dann die Stabilität. Hier unten muss ich noch mal ran. Ich stelle das mal drauf. Also hier muss das natürlich dann auch noch mal nach hinten geschoben werden. So, ne? Ist das jetzt richtig? So. Hier oben noch. So. So. Und ich glaube, jetzt habe ich das überall richtig schön zusammengesteckt. Ist schön leicht, das Teil. Ihr könntet jetzt so theoretisch das ja auch für Schuhe benutzen. Ich stelle jetzt mal meine Schuhe da rein. Die sind Größe 40. Und ihr habt noch ein bisschen Platz. Ihr könnt das zumachen. Schuhe aufbewahren, dass die nicht einstauben oder so. Ich möchte es nicht als Schuhschrank verwenden. Es ist, ich glaube, 1,20 Meter hoch. Aber die Maße, da gibt es verschiedene Größen. Und die Maße stehen dann da auch immer bei. Kann man auch zwei nebeneinander stellen oder so, oder drei, ne, je nachdem, wie man Platz hat und wie man das braucht. Also ich glaube, ich werde das für Kosmetik verwenden. Ich werde da keine Schuhe reinstellen, ich werde da meine Kosmetik reinstellen und das wahrscheinlich ins Badezimmer stellen. Ich finde das Ding, diesen Schrank, richtig gut. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Da werde ich gleich mal schauen, wo ich das hinstelle. Werde ich euch dann zeigen. Wo ich das hingestellt habe, werde ich auch nochmal aufnehmen und dann seht ihr das. Ich finde das Teil richtig gut. So. Da steht das jetzt neben meinem Schminktisch und ich komme gleich an alles ran, sehe gleich, was ich drin habe, die Cremes und so weiter. Komme dann gleich ran, kann das rausnehmen, Cremes, so. Und du siehst halt gleich, was drin ist und finde ich schön so neben dem Schminktisch. Praktisch. Ja, das kannst du irgendwo in eine Ecke stellen, vielleicht auch, wenn ihr so einen Hauswirtschaftsraum habt oder so. Ich finde es toll. Man kann es natürlich auch, wenn man tolle, teure Schuhe hat, die man schonen möchte, die nicht einstauben sollen, weil das ist ja alles zu, ne? Kannst du dann ja hier auch reinstellen. Und du siehst auch immer, wo was drin ist. Ich finde es toll. Das wollte ich mal ausprobieren. Habe ich nämlich in einem Video gesehen bei Temu, wie leicht das aufzubauen ist. Und da habe ich gedacht, na, mal schauen, wenn das so leicht ist. Das ist ja toll. Ich habe mir ja schon mal ein Schuhregal gekauft bei Temu. Hatte ich auch im Video gezeigt, so Metallstangen und die wurden dann verbunden. Und da steht bei uns vorne im Flur, passen richtig viele Schuhe rein. Ich liebe ja sowas. Kannst du wieder ganz klein, wenn du es nicht mehr brauchst, zusammenpacken. Und ja, gefällt mir. Das kannst du ja auch ganz klein machen. Finde ich richtig schön. Freue ich mich drüber. Das war mein Temu-Haul. Wenn ihr jetzt was gesehen habt, was euch gut gefällt, unten in der Infobox habe ich alles nochmal für euch verlinkt. Den Link zur Temu-App habe ich unten reingestellt und auch also diesen 100 € Rabattgutschein. Den findet ihr auch unten in der Infobox nochmal. Versand ist kostenlos, ich glaube ab 25 €. Das war mal 15 €, das soll sich erhöht haben auf 25 €. Aber finde ich trotzdem noch total in Ordnung. Und Rückversand ist kostenfrei. 90 Tage Zeit habt ihr. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.